Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns die Prognose von dem Binance CEO an, der sagt, dass die 16.000 Dollar bald erreicht werden sollten. Außerdem gucken wir uns den Backed Bitcoin Future an, denn wir haben seit der letzten Woche einen schönen Anstieg hier gesehen und warum das so ist, das sehen wir uns an. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf die Fragestellung, welche fünf börsen dann die größten sind, wenn es um das handelsvolumen geht. Wir gucken uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um die Aussagen von dem Binance-CEO. Er ist ja eine der Personen, die extrem aktiv auf verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs ist und häufiger seine Meinung kommuniziert. Und man muss ganz klar sagen, dass Binance sowieso, wenn es um Kommunikation geht, einen sehr guten Ruf hat. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema Well-Alerts angucken, dann wissen wir, dass das eine der Plattformen ist, die wenigstens, das müssten sie natürlich nicht, aber Informationen. Rausgibt, wenn es zum Beispiel Umschichtungen von einem Cold Wallet auf ein anderes Cold Wallet und so weiter gibt. Also diese Informationen werden frühzeitig rausgegeben, damit eben keine Angst an den Märkten quasi entsteht. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr kluger Schachzug und bedeutet natürlich auch, dass hier die Vertrauensbasis weiter aufgebaut werden kann. Und außerdem hat dieser CEO eben. Tatsächlich ja, ein großes Interesse daran zu kommunizieren und antwortet auf Twitter-Nachrichten und auf entsprechende Vorwürfe, die vielleicht irgendwann mal erhoben wurden und so weiter. Das heißt, alles in allem fungiert hier Binance wirklich als vorbildliche Plattform, als vorbildliche Exchange, wie ich finde. Und er hat sich nun dazu geäußert, dass er sagt, eben, die 16.000 Dollar seien in Zukunft auf jeden Fall drin. Und dazu sagt er folgendes: Preisvorhersagen sind einfach. Es ist nur schwer, das richtige Timing zu finden. Wir werden bald 16.000 Dollar sehen. 1,4 Milliarden Menschen arbeiten genau in diesem Moment daran. Das heißt also, er bezieht sich quasi auf diese Vorhersage, die wir ja von einem User, von einem anonymen User mitbekommen haben, der quasi Anfang des Jahres schon zwei richtige Projekte. Prognosen aufgestellt hat und man ging so ein bisschen davon aus, dass auch im Oktober die Prognose richtig sein wird. Das heißt also, dass diese 16.000 Dollar tatsächlich auch im Oktober wirklich auf der Uhr stehen. Das ist leider nicht passiert, wie wir wissen. Wir liegen immer noch ungefähr bei 9.100 Dollar und sind damit also doch nochmal einen relativ großen Schritt entfernt von dem Ziel, diese 16.000 Dollar zu erreichen. Und darauf bezog er sich quasi, nachdem er auf Twitter dazu befragt wurde. Und ich finde seine Aussage auch ziemlich gut muss man sagen, denn klar, Preisvorhersagen sind immer einfach, aber das Timing zu treffen oder zu finden ist natürlich extrem schwer bei einem Markt, der eben nicht auf entsprechende Entscheidungen von dem Vorstand aufgrund von politischen Entscheidungen und so weiter oder Umweltkatastrophen und so irgendwo beeinflusst wird. Der Bitcoin funktioniert ja komplett autark und das ist natürlich auch eines seiner Vorteile, aber es macht natürlich auch das ganze Thema deutlich schwerer hier zu Prognostizieren. Auch wenn wir natürlich Indikatoren haben und so weiter, die grundsätzlich Richtungen anzeigen, ist das immer noch kein Garant dafür, dass wir tatsächlich auch diesen entsprechenden Anstieg sehen werden, der uns ja quasi bullisch aufgezeigt wird. Und das, was ich eben auch sehr schön finde, ist an dem Thema, ja, dass er also eine der vielen oder zu den Menschen gehört, die einfach extrem positiv eingestellt ist. Er glaubt auch grundsätzlich, ähm, oder beziehungsweise die Prognosen, die so bei 29.000, 56.000 Dollar, 87.000 Dollar und so weiter liegen, diese hat er dann zwar nicht in dem Kontext genannt, aber in der Vergangenheit hat er sich ja auch schon häufiger sehr positiv geäußert in Bezug auf ja, entsprechende Zahlen und so weiter. Ist natürlich extrem bullisch auch eingestellt und glaubt natürlich auch, dass der Bitcoin weiterhin steigen wird. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall ihm zugutehalten können, wenn wir natürlich auf, dem, auf der Seite der Bullen sind. Und er hat sich dann nochmal zu dem Binance DEX-Thema geäußert. Das heißt also, es geht dabei um diese dezentralen Plattformen. Und hierbei spricht er von seiner eigenen Plattform, die eben, wenn es um das Volumen geht, die größte DEX-Plattform der Welt ist und die Akzeptanz immer weiter ansteigt. Das heißt also, dass nun bereits 26 Millionen Transaktionen hier erreicht wurden mit knapp 290.000 Adressen. Das ist also ein sehr spannender Weg, den sie hier beschreiten. Und sie haben natürlich auch angefangen, Binance US zu launchen, um im amerikanischen Markt hier tatsächlich Fuß fassen zu können, nachdem es ja entsprechende regulatorische Maßnahmen gab der Regierung. Das heißt also, die Plattform ist sehr, sehr gut aufgestellt. Und auch im letzten Thema gucken wir uns ja nochmal an, wie das Handelsvolumen aussieht. Letztendlich ist Binance wahrscheinlich nicht nur der größte. Oder die größte Plattform, die wir hier in dem Marktsegment sehen, vor allem eben aber auch eine der Plattformen, die eben gut kommunizieren kann und sich bis jetzt kaum etwas zu schulden kommen lassen hat. Wir gucken uns das zweite Thema an und hierbei geht es um Backt und den Bitcoin Future, ein Thema, was natürlich auch extrem brisant war, worauf wir sehr lange gewartet haben und Backt hat es ja letztendlich geschafft, tatsächlich diesen Future launchen zu dürfen. Der Start war extrem schlecht. Das müssen wir ganz klar sagen, es gab ganz ganz wenige Aktionen, die dort umgesetzt wurden. Es gab kaum Investoren, die in den Markt investiert haben, aber das kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Wir haben hier vor allem institutionelle Anleger Investoren, die investieren sollen, so als potenzielle Zielgruppe, die aber natürlich noch relativ viel Angst vor der ganzen Materie haben, weil sie sie nicht verstehen, weil sie sich dann mit der Fragestellung auseinandersetzen: Wie sieht das eigentlich steuerlich aus? Ja, wie muss ich dann eigentlich die Ver Verwahrung und so weiter organisieren? All diese Sachen sind natürlich echt nicht einfach und. Da muss sich natürlich jedes Unternehmen erstmal doch noch einige Informationen ranziehen. Und das, was wir jetzt aber gesehen haben, ist, dass der Bitcoin ähm, Future, der hier gelauncht wurde von Baked, in den letzten Tagen angefangen hat, nochmal um 42 Prozent zu steigen. Und das ist natürlich richtig schön zu sehen. Damit wurden also nochmal in der vergangenen Woche Umsätze in Höhe von knapp 10 Millionen Dollar gehandelt. Das ist natürlich immer noch im Vergleich zu allen anderen Plattformen und so weiter und anderen Finanzprodukten. Sehr, sehr schlecht, aber es ist nun mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist auch das, was hier der Back äh, Volume-Bot hier aufzeigt. Und zwar sehen wir, dass seit dem Start in der Regel maximal eine Million Dollar gehandelt wurden, teilweise oder eigentlich die meiste Zeit dann weniger als eine Million und dass wir seitdem dann nochmal einen ordentlichen äh, Schub nach oben gemacht haben. Seit dem 23.10. also da wo wir angefangen haben, wieder nach oben zu steigen. Da haben wir auf einmal 4,8 Millionen, 2,5 Millionen, dann auf einmal 10,3 Millionen und so weiter gesehen. Das heißt also, der Trend geht nach oben. Aktuell gab es ein Plus von 81 Prozent, wenn es um die Traded Contracts geht. Und das All-Time-High liegt hier bei 1183 Contracts, die gehandelt wurden. Da werden wir sicherlich auch in Zukunft nochmal wieder hinkommen. Auf jeden Fall sehen wir, dass das Thema auf jeden Fall auf Akzeptanz stößt und dass es eben auch grundsätzlich angenommen wird von immer mehr Menschen. Vor allem von institutionellen Anlegern und Investoren. Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis es richtig Fahrt aufnimmt, aber der Weg, der geht tatsächlich in die richtige Richtung. Und wir sehen eben auch von dem Chief Executive der Intercontinental Exchange, der sich dazu nochmal geäußert hat, dass tatsächlich auch sehr, sehr viele Gespräche geführt werden. Das heißt also, die Unternehmen fangen an mit immer mehr. Ja, Unternehmern und so weiter zu sprechen, die also Fragen stellen und so weiter, um hier tatsächlich äh, den richtigen Moment äh, zu finden, in den Markt zu investieren. Und sie wollen natürlich auch bestimmte Fragen geklärt haben, bevor man hier tatsächlich auch anfängt zu investieren. Und das ist ja auch irgendwo klar, aber es geht in die richtige Richtung und wir sehen eben auch, dass immer mehr Fonds und Stiftungen und so weiter sich mit dem Thema auseinandersetzen und in den Markt äh, ja, stoßen wollen. Hier wird es sicherlich noch eine Frage der Zeit sein, bis wie gesagt das Volumen von BACT auch steigt, aber langfristig. Gesehen glaube ich schon, dass es möglich ist, dass Back dann auch irgendwann mal Richtung 100 Millionen Dollar kommt, die sie quasi täglich verwalten, bzw. die dann dort auch getradet werden. Wir gucken uns das letzte Thema an und hierbei geht es um die fünf größten Bitcoin-Börsen nach Handelsvolumen. Hier gibt es die Daten, die quasi auf Coingecko zusammengefasst wurden, nochmal in Schriftform und zwar hat Platz 1 ja natürlich Binance belegt und hierbei geht es um das Handelsvolumen, nachdem quasi das Thema Wash-Trading und so weiter hiermit, also Geldwäsche und so weiter, rausgerechnet wurden. Das ist hier auch wichtig zu beachten. Binance ist auf dem ersten Platz, liegt damit bei aktuell 1,5 Milliarden US-Dollar, die sie durchschnittlich am Tag so als Handelsvolumen haben. Wir haben darüber gerade schon gesprochen. Sie gehen sehr, sehr viele Schritte in verschiedene Richtungen, ob es nun dezentrale Plattformen sind oder ob es eben Binance US ist. Es gibt super viele Dinge, die sie tun und ja, da nimmt man ganz klar auch wahr, dass ja, diese 1,5 5 Milliarden US-Dollar nicht ungerechtfertigt quasi. An sie gehen, beziehungsweise dass sie auf dem ersten Platz hier liegen. Als zweiten Platz haben wir hier quasi Kraken und hier liegen wir bei ungefähr 160 Millionen US-Dollar, damit also der zweite Platz. Hier werden knapp 37 Prozent mit dem Handelspaar Bitcoin US-Dollar umgesetzt. Dann haben wir BitPhoenix, die ja schon ein kleines Problemkind sind, das kann man schon sagen. Es gibt jetzt das ganze Thema mit Crypto Capital, mit dem ganzen Thema, dass sie dann angefangen. Haben Finanzspritzen und so weiter hin und her zu schieben. Also auf jeden Fall einige nicht so saubere Dinge. Auf jeden Fall sind sie trotzdem auf dem dritten Platz, liegen mit ungefähr 140 Millionen US-Dollar dort und ähm, können damit also immer noch auf ein sehr ordentlich Handel, äh, ordentliches Handelsvolumen zurückblicken, was natürlich durchaus viel Geld einbringen kann, weil man ja natürlich auch Gebühren und so weiter hebt. Auf dem vierten Platz haben wir dann Gate.io. Das ist eine Plattform bzw. ein Exchange aus Hongkong und dort werden knapp sechs. 60 Millionen US-Dollar pro Tag umgesetzt und knapp 96 Prozent sind davon nur Tether. Transaktionen. Dann haben wir Qcoin noch am Ende. Hier werden knapp 40 Millionen Dollar umgesetzt und das beliebteste Handelspaar ist ja auch der Bitcoin US-Dollar Tether. Das sind knapp 22 Prozent. Warum also Coinbase hier nicht dabei ist? Ich gehe davon aus, dass das Thema Wash Trading hier mit reingerechnet wurde und deswegen haben sie wahrscheinlich ein geringeres Handelsvolumen. Anders kann ich mir das persönlich nicht erklären. Und wenn ihr natürlich zukünftig auch kostenlose Bitcoins und so weiter bekommen wollt, alle 60 Minuten, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung nach. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Videobeschreibung. Dort könnt ihr ohne Haken ganz einfach alle 60 Minuten mit ein bisschen Glück einige Bitcoins gewinnen. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, Ciao!